Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Pokémon Platin. In dieser Episode schauen wir einfach mal. Ich weiß gar nicht, was jetzt so passiert. War jetzt auch eine Zeit lang her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Aber ich dachte mir, komm, wir starten mal wieder rein. Wir haben auf jeden Fall den neuen Orden uns geholt und da kommt auch schon unser Rivale. Oh hey, du hast den Orden schon? Was habe ich dir gesagt? Herr Marinus, also ich meine, der Meister, hat es echt drauf, oder? Was soll der Tumult? Ach, ihr beide seid es. Hallo Meister. Hör mal, Junge, ich kenne deinen Vater, das stimmt schon, aber ich kann mich nicht erinnern, dich als Lehrling angenommen zu haben. Und ich werde es auch nicht tun. Außerdem benötigt ihr beide mich nicht. Ihr solltet allein zur Stärke gelangen, ohne bei mir in die Lehre zu gehen. Ist doch egal, du bist jetzt mein Meister. Aber reden wir nicht weiter drüber. Es gibt nämlich Ärger. So ein Typ von Team Galactic treibt sich an der Pokémon-Warte herum. Er hat was von einer Bombe gefaselt. Was? Eine Bombe? Niemand sabotiert Weideburg. Nicht, solange ich es verhindern kann. Hey Meister, so warte doch. Was? Team Galactic und eine Bombe? Was haben diese Schurken nur schon wieder vor? Wir finden es gemeinsam heraus. Erstmal müssen wir kurz unser Team heilen. Dann packen wir uns unsere VM-Sklaven wieder mit rein ins Team. Und dann machen wir uns auf den Weg, um Team Galactic zu bekämpfen. Ich lasse nicht zu, dass sie hier irgendeine Bombe zünden. Was soll denn das? Hier. VM-Sklave Nummer 1. Oh mein Gott. Rein. Zack. Und VM-Sklave Nummer 2. Zack. Rein. Und ab dafür. Und wir machen uns auf den Weg. Weiter geht's. Hey, hast du keine Augen im Kopf? Ich bin auch noch hier. Also, wo ist denn dieser Typ? Kavum. Puh, das war ganz schön laut. Du da! Was in aller Welt sollte das? Was das sollte? Das ist eine recht interessante Fragestellung. Gut, dass du es angesprochen hast. Dieses Paket enthielt die sogenannte Galaktikbombe. Ich habe sie ausgepackt und auf den Knopf gedrückt. Ganz einfach. Und dann ging sie los. Das klang dann etwa so. Kavum! Ach gut, dass du mich daran erinnerst. Vorgesetzte wollen informiert werden. Sonst hätte ich natürlich gerne weitergeplaudert. Bis die Tage. Übrigens sieht deine Maske völlig daneben aus. Junge, er roastet hier kurz. Marinus weg. Macht er gut. Dem Großmoor darf kein Schaden zugefügt werden. Ihr beide, folgt mir bloß nicht. Und lasst bloß niemand anderen herein. Falls da denn noch etwas explodiert, sollte niemand in der Nähe sein. Hey Alex, folge diesem komischen Galaktik-Typen. Ich bleibe hier, wie der Meister es befahl. Damit andere nicht reingehen. Lass diesen Typ nur nicht entkommen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Wir werden uns um den Rüpel kümmern. Zu diesem Zweck darf Selina auch mal wieder ein bisschen ran. Was soll denn das? Renn mir nicht hinterher. Pass auf, dass ich mein Pokémon nicht auspacke. Aber du hast Glück. Denn leider, leider habe ich wichtige Termine. Ich muss so schnell wie möglich zum See. Komm nur nicht auf den Gedanken, mir zu folgen. Hast du es kapiert? Tja, ich bin ein sturer Esel, deshalb folge ich dir trotzdem. Wir benötigen die Energie, die im Windkraftwerk erzeugt wird, um unsere Entwicklung fertigzustellen. Man muss schon ein wissenschaftliches Genie sein, um so etwas entwickeln zu können. Und da unser Boss es entwickelt hat, ist er ein wissenschaftliches und mechanisches Genie. Ah, du hast gelauscht. Ich habe nur laut gedacht. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Tja, ich werde dir aber trotzdem folgen, Kollege. Ich lasse dich nicht so leicht entkommen. Aber Junge, Junge, diese Galaktikbombe haut ordentlich rein. Mit diesem Brummer gibt es eigentlich nichts, das wir nicht in die Luft jagen könnten. Was die wohl damit vorhaben? Ah, du hast gelauscht. Ich habe nur laut gedacht. Du bist anhänglicher als Kleister und ich habe es satt, immer vor dir wegzulaufen. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Oh, da kommt Lebel. Oh, wir können uns doch, glaube ich zumindest. Ich eilte sofort herbei, als ich hörte, dass das verdächtige Etwas
des Team Galactic in Weideburg eingetroffen ist. Dieses Etwas war also eine Bombe? Eine Explosion gab es auch? Nun, ich habe gehört, dass da öfter ein Zusammenhang besteht. Die Explosion war im Großmoor, sagst du, und du verfolgst einen Mann, der... Das ist ja total aufregend! Ein Mann mit einem Topfschnitt also. Es gibt modernere Frisuren. Junge, wieso roasten die sich alle hier auf Style-Basis, Junge? Der eine roastet die Maske, der andere die Frisur. Holy shit. Komische Kleidung trug er auch. Das war dann wohl wirklich Team Galactic. Oh nein, nein! Lebel, Lebel, wie konntest du das nur übersehen? Das ist der erste Fehler, den ich seit Jahrzehnten begangen habe. Der Mann, den ich fortlaufen sah, er war es, der die Bombe in der Hand hatte. Nein, so wird das nichts. Warte, warte, sage ich. Dann rennen wir auch mal hinterher und verfolgen die beiden. Oh, du schon wieder. Und ja, ich bin jetzt in diesem Hotel hier. Ich stelle unangenehme Fragen, um verdächtige Subjekte zu finden. Als Eliteagent der internationalen Polizei benötige ich deine Mithilfe. Suche das Gelände ab. Ich habe die Theorie, dass die verdächtige Person entkommen ist. Sag bloß, aber stattdessen dem Dude hinterherzulaufen, gammelt er da lieber. Wieso renne ich überhaupt so schnell? Diese neue Welt, dieses neue Universum, von dem unser Boss andauernd redet. Mir wird ganz komisch, wenn ich daran denke, wenn wir dieses Ding einsetzen. Du hast spitze Ohren gemacht und mich belauscht. Du bist so nervtötend hartnäckig. Ich bin total kaputt vom Rennen und ich werde nicht gegen dich antreten. Man muss ihm lassen, er ist ganz schön hartnäckig im Wegrennen, aber ich bin noch hartnäckiger. Oh nein, bist du mir immer noch auf den Fersen? Der See ist in Sicht. Du lässt mir keine andere Wahl. Mein Pokémon wird es dir zeigen. Dann zeig mal her. Du hast mich ja die ganze Zeit gedroht, dass du mich fertig machen wirst mit deinem Pokémon. Und man muss sagen, es ist gar nicht so schlecht. Glibunkel Level 31. Leveltechnisch sind die Gegner wirklich gut unterwegs. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann ist das Ganze doch irgendwie eine Challenge, sagen wir es mal so. Wir haben jetzt auch das eine oder andere Mal gegen einen Arenaleiter nicht im ersten Mal auch die Möglichkeit gehabt, ihn zu besiegen. Also da mussten wir schon teilweise ein bisschen länger dran arbeiten. Und zwischendurch auch mal ein bisschen unsere Pokémon trainieren. Dementsprechend läuft das Ganze wohl soweit ganz ordentlich. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich bleibe aus dem letzten Loch. Ich muss dich dem Commander bringen. Ich wünschte, ich könnte es am See einsetzen. Jetzt kann er nicht mehr rennen. Er hat einfach keine Kondition mehr. Oh, und wer kommt denn da? Oh, hallo. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht's mit deinem Pokédex voran? Ich bin hier, weil ich mir den See ansehen will, um den sich eine alte Volkssage rankt, aber der See scheint für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein. Kennst du die Volkssage? Sie berichtet, dass in der Mitte des Sees eine Insel sein soll. Und im Inneren der Insel soll sich die Illusion eines Pokémon befinden. Niemand darf die Hülle des Pokémon betreten. Aber ich muss dich was fragen, das nicht zum Thema gehört. Hey Alex, wo ist dieser Schurke von Team Galactic hingerannt? Wie? Sag bloß, du hast die ganzen Jahre verschwiegen, dass du eine ältere Schwester hast? Nein, sie ist nicht deine Schwester. Oh, ach so. Diese Explosion im Großmoor. Ach, das war nichts Ernstes. Herr Marinus hat mir gesagt, ich soll dir das sagen. Aber dieses Team Galactic, sind die außer Kontrolle geraten oder was? Nächstes Mal, wenn ich sie sehe, werde ich ihnen eine Lektion erteilen, die sie so schnell nicht vergessen werden. Mach's gut. Er ist dein Freund? Er ist wahrscheinlich eher ungeduldig als energiegeladen. Kann es sein? Also, um auf das Thema zurückzukommen, hast du die Horde von Anton an der Route 210 gesehen? Na klar, die mir den Weg versperren. Ja, genau. Hinter dem Café an der Route 210. Du hast die Gruppe Anton gesehen, die sich ihre Köpfe halten? Wie dem auch sei, gib den Anton diese Medizin. Du arbeitest an einem Pokédex, der wird sich das für dich lohnen. Wir erhalten einen Geheimtrank. Als ich jünger war, bin ich auch mit einem Pokédex auf Abenteuerreise gegangen. Ich hoffe, du wirst jede Art Pokémon, die es gibt, wirklich sehen können. Vielleicht schaffst du es dann ja, das Illusion-Pokémon zu entdecken. Ich muss los. Bis bald mal. Okay, damit ist ja klar, was wir als nächstes unternehmen werden. Und zwar fliegen wir nach Trostu, was nahe von Route 210 ist. Und machen uns auf den Weg
zu den Entonnen, die wir dort finden werden. Mit ein bisschen Glück fangen wir uns sogar in diesem Part bereits. Unser nächstes Teammitglied fällt mir auf. Es befindet sich nämlich, soweit ich mich erinnern kann, auf der Route 210. Das wäre wirklich cool, weil dann kommen wir auch mit unserem Team ein bisschen vorwärts. So, wir fahren jetzt erstmal da kurz rüber. Oh, ich war schon im schnellen Modus. So. Hier sind wir auch schon bei den Entern angelangt. Die Entern stehen im Weg. Sie machen keine Anstalten, sich zu bewegen. Möchtest du den Geheimtrag verwenden? Damit sind die Entern von ihren chronischen Kopfschmerzen geheilt. Und gehen wieder ihrer Wege. Und plötzlich taucht Cynthia auf. Warum hat sie den Geheimtag nicht einfach selber verwendet? Oh gut, du hast den Geheimtag verwendet. Entern leiden an chronischen Kopfschmerzen. Niemand weiß jedoch, woher diese Kopfschmerzen kommen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Bring bitte meiner Großmutter in Elysis diesen Talisman. Es soll seltene Pokémon zwischen hier und Elysis geben. Also wird es die Reise wohl wert sein. Also gut, wenn du das sagst. Meine Großmutter ist manchmal etwas autoritär. Ich denke, du wirst sie sofort erkennen. Ja, sie ist nämlich die Älteste von Elysis. Und die Stadt selbst? Schau auf deine Karte, gar nicht zu verfehlen. Ich zähle auf dich. Bis später dann. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Wir machen uns auf den Weg nach Elysis. Wir finden hier einmal einen Topschutz. Und können uns auch ruhig ein wenig im hohen Gras bewegen. Da wir ja, wie gesagt, unser nächstes Teammitglied auf dieser Route fangen können. Mich wundert nur, dass hier noch kein Nebel ist, aber vielleicht kommt es noch. Soweit ich weiß, ist diese Route nämlich von dichtem Nebel umgeben. Allerdings haben wir ja ein Staravia dabei, was ja auch auf Lockern einsetzen kann. Und was ich sehe, die Pokémon haben ein relativ niedriges Level, was ein bisschen blöd ist, sage ich jetzt mal. Mal angenommen, wir finden hier unser Team-Pokémon direkt. Dann ist es vermutlich ja auch auf ungefähr Level 20, sage ich jetzt mal. Und dadurch dann auch ein bisschen unterlevelt im Vergleich zum Rest. Allerdings haben wir ja den EP-Teiler und können da auch ein bisschen nachhelfen und so. Und ich kann ja auch einfach mal so ein bisschen trainieren und so im Zweifel. Deshalb ist es dann am Ende des Tages doch verschmerzbar soweit. Ich finde hier nochmal einen Hypertrank. Man muss sagen, man findet hier sehr viele Pokémon. Wir finden hier auch einen Chanera. Aber das kommt nicht in unser Team, keine Sorge. Und was ich auch sehe, ist, Lina ist ja schon Level 32. Das heißt, sie entwickelt sich ja schon bald zu Panferno. Was auch sehr, sehr cool ist. Und dann hoffen wir mal, dass es Ableithieb lernen kann. Also das wundert mich ja wirklich, dass Panpyro kein Ableithieb lernen kann. Also das, ich dachte, dass er das lernen kann. Ist ja immerhin auch Typ Kampf. Aber offensichtlich kann es keinen Ableithieb lernen bis hierhin. Und jetzt habe ich auf einmal was im Auge. Das muss natürlich auch genau mitten während meiner Aufnahme passieren. Danke dafür. Und man findet hier extrem viele wilde Pokémon. Ich muss sagen, das ist gerade doch ein kleines bisschen nervig. Aber naja, gehört halt nun mal dazu. Wir finden einen Nestball. Der ist, glaube ich, gut bei Käfer-Pokémon und auch Wasser-Pokémon, kann das sein? Also bei Käfer, glaube ich, ist er relativ sicher, relativ effektiv. Bei Wasser-Pokémon könnte er auch ganz gut sein. Also, da sind wir ja. Und jetzt beginnt der Nebel. Dementsprechend können wir jetzt Auflockern einsetzen, um den Nebel zu verscheuchen an der Stelle. So, dann wollen wir mal hier, finden wir einen kleinen Trainer. Mal gucken, welches Level die Trainer hier haben. Ob die vielleicht nicht doch eine kleine Herausforderung für uns sind. Okay, ja, Level 29.
Das ist schon mal nicht verkehrt. Dann können wir Selina hier durchaus auch noch ein wenig trainieren. Ich werde jetzt nicht explizit gegen jeden kämpfen, aber ein paar Trainerkämpfe können wir uns auf jeden Fall vornehmen, würde ich sagen. Gut, Zubat gibt jetzt nicht allzu viel Erfahrungspunkte. Okay, jetzt hat er Golbat. Das Ding ist, wir können halt jetzt nicht mehr auswechseln. Wenn er jetzt sowas wie Windschnitt kann oder so, könnte das ein wenig ärgerlich sein. Wir gucken mal. Oh, okay. Flammrad macht auch gefühlt gar keinen Schaden. Das ist natürlich ein wenig ärgerlich. Das ist natürlich allgemein sehr nervig, sage ich jetzt mal, dass wir mit Selina ein physisches Feuer-Pokémon haben, da natürlich die meisten Feuerattacken eher speziell sind. Allerdings hilft uns da natürlich der Kampftyp wiederum, deshalb kann man da auf jeden Fall ganz gut was damit anfangen. Okay, es kann Flügelschlag und Mama Mia, das macht gut Schaden. Hoffentlich reicht das Flammenrad jetzt. Okay, das war wichtig. Oh, und es gibt gut Erfahrungspunkte. Let's go. Okay, jetzt kommt Skunkapu. Bei dem ich immer noch nicht weiß, welcher Typ das ist. Gift und Licht wahrscheinlich, oder? Oder nur Gift? Ich bin mir nicht sicher. Bei Skunkapu irgendwie... Oha, kein Volltreffer. Trotzdem haben wir so viel Schaden gemacht. Let's go. Und Selina überlebt das Ganze. Dann gehen wir jetzt auf Nummer sicher mit Tempohieb. Let's go. Wir erreichen Level 33. Ich weiß gar nicht, ob sich Pampyro auf Level 34 oder auf Level 36 zu Panferno entwickelt. Aber das sehen wir ja dann noch. Puh, hoffentlich reicht jetzt ein Flammenrad. Aber es ist ja Typ Käfer, deshalb komm. Let's go. Perfekt. Damit hat Selina das ganz gut geregelt. Erhält nochmal gute Erfahrungspunkte. Das ist nice. Wir nähern uns der Entwicklung zu Panferno schon mal ganz gut. Das ist sehr lobenswert. Let's go. Wir haben ein Wablu gefunden. Und jetzt kann ich es ja sagen. Dieses Pokémon möchte ich ins Team nehmen. Das wird unser nächstes Teammitglied. Ein Wablu. Beziehungsweise dann in seiner letzten Stufe ein Altaria. Gegner wird in Weißnebel gehüllt. Oh mein Gott, ich setze Wachstum ein. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte Stachelspore einsetzen. Aber auf jeden Fall werden wir uns dieses Wablu fangen. Das ist der Plan. Und zu diesem Zweck paralysieren wir es erstmal. Wablu hat nämlich die Typen Flugdrache. Damit ist es ein sehr, sehr cooles Pokémon, das ich mir sehr, sehr gerne ins Team fangen möchte. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob man es physisch oder speziell spielt. Ich vermute eher physisch, also ich gehe davon aus. Und gerade mit Attacken, also ich werde ihm halt auf jeden Fall Fliegen beibringen. Auch als VM, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Weil Fliegen ist auch eine relativ starke Attacke, kann man gut zocken, definitiv. Und ansonsten dann mit Attacken wie Drachentanz oder so, kann man ihn, denke ich, safe zocken. Dementsprechend ist das... sehr, sehr cool. Feier ich. Let's go. Wir haben Wablu gefangen. Damit haben wir unser nächstes Teammitglied in seiner Basisform. Hat es die Typen Normalflug, wenn es sich dann zu Altaria entwickelt, erhält es die Typen Flugdrache, wie eben angesprochen. Die Frage ist jetzt, was bekommt es für einen Spitznamen? Ich kann es nur oft genug sagen. Leute, kommentiert sehr, sehr gerne, was ihr gerne für Spitznamen hättet. Leider habe ich bis jetzt noch keine weiteren Namen erhalten.
Wir haben bereits einen Anthony im Team, wir haben schon einen Selina im Team. Wir haben ein Blümchen und den Kollegen nennen wir... Komm, wir nennen ihn Follix. Ich habe ihm schon lange versprochen, dass ich ihm ein geiles Twitch-Emote erstellen werde, ein Twitch-GIF. Aber das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Und als kleine Wiedergutmachung benenne ich mein Wablu dafür nach ihm. Mein späteres Altaria, was das Wesen mild hat. Es hat eine hohe Spezialverteidigung. Angriff und Spezialangriff sind nicht so stark, aber es ist defensiv sehr, sehr gut auf jeden Fall. Es entwickelt sich, soweit ich weiß, auf Level 36, also wird es noch ein bisschen braun. Es ist jetzt Level 27. Das sieht soweit ganz okay aus, aber ich würde sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch für heute. Ich will den Part jetzt nicht zu lang halten, deshalb machen wir heute mal wieder ein bisschen kürzeren Part. In der nächsten Episode werden wir dann zu 100% Elysis erreichen. Gucken mal, was wir dort so alles machen können. Fangen uns eventuell dann sogar nochmal das nächste Teammitglied. Das werden wir, denke ich, relativ safe in der nächsten Episode dann auch noch machen. Und dann ergibt sich unser Team schon so lange. Deshalb würde ich sagen, kommentiert sehr, sehr gerne, wenn ihr wollt, dass ich ein Pokémon nach euch benenne. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Kuss für den Support, macht's gut, haut's rein. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.